Ich bin Lisa Weibel, ich komme von Elektro und Licht Haus Knapp und ich werde euch jetzt zeigen, wie man einen Druckknopfhandmelder installiert, der später die Brandmeldeanlage auslöst und das Gebäude hier im Oberlin Kindergarten räumt. Zuerst fangen wir an mit Bohren, das heißt... Wir bohren da jetzt ein Loch rein, damit der Handmelder später auch an der Wand hält. Dann haben wir hier Dübel, das kommt dann ins Loch. Und dann nehmen wir zwei Schrauben. Die zwei Schrauben tun wir in den Sockel vom Handmelder rein. Davor führen wir das abisolierte Kabel hier ein. Das ist jetzt ein Brandmeldekabel, speziell für die Brandmeldeanlage. Und dann nehmen wir die Wasserwaage. Wir müssen ja schauen, dass das gerade an der Wand hängt und nicht schief. Also, ich fange jetzt an, den Handmelder anzuschließen, der später die Brandmeldeanlage informiert. Ganz wichtig ist hier zu schauen, weil die Anschlussklemmen relativ klein sind, dass ihr auch das Kabel, wenn ihr den Beruf später macht, nur so weit abisoliert, dass die Isolierung, also quasi, dass die Kupferdrähte hier, die hier, nicht rausgucken. Jetzt machen wir noch den Deckel drauf. Und dann könnte man es in der Theorie schon in Betrieb nehmen. So, jetzt sind wir fertig und das war's.